Tachchen, Leute, und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der Road to TVP. Heute beschäftigen wir uns mit dem Konstrukta T34-100. Der sieht nicht nur komplett anders aus als die Vorgänger auf Stufe 5 oder Stufe 6, sondern auch vom Spielverhältnis und von den Attributen her ist der Panzer ein Unterschied wie Tag und Nacht zu seinen Vorgängern. Warum das so ist und welche Stärken und Schwächen er dennoch mitbringt, zeige ich euch in den nächsten Minuten vom Video und wünsche euch wie immer viel Spaß dabei. Ich lege dabei los, wie immer, mit der Beweglichkeit vom Konstruktor. Wie schnell ist das Ding auf dem Schlachtfeld unterwegs und hat er da vielleicht das ein oder andere Pünktlein eingebüßt zu seinem Vorgänger? Auf den ersten Blick erscheint der neue Tscheche mit 54 km/h Höchstgeschwindigkeit durchaus akzeptabel, denn auf Stufe 7 bedeutet das, dass er zu den schnellsten mittleren Panzern seiner Klasse gehört. Aber leider wurde bei der Konstruktion des Geräts ein bisschen mangelhaft darauf geachtet, wie viel PS unter der Haube hängt. Denn mit 520 PS bei seinem Gewicht kommt der Panzer lediglich auf ein Leistungsgewicht von 15,4 PS pro Tonne. Das ist sogar noch langsamer von der Beschleunigung, als es der Panther 1 von den Deutschen ist. Und diese miese Katze war ja schon so ein bisschen träge. Zum Glück jedoch sind die restlichen Werte des Konstruktor gut genug, um das so ein bisschen abzufedern, denn die Turmdrehgeschwindigkeit liegt bei 41 Grad pro Sekunde und die Wannendrehgeschwindigkeit bei 38 Grad pro Sekunde. Das wiederum bedeutet, dass ihr in Nahkampfsituationen, auf Stadtkarten oder im Brawl immer in der Lage seid, euren Gegnern zu folgen und auch endlich wieder dazu in der Lage seid, gegnerische Heavy Tanks oder Jagdpanzer zu umkreisen, was ja der große Nachteil vom Skoda T25 noch auf Stufe 6 war. Die Bodenwiderstände sind dabei auch sehr bemerkenswert, denn der neue Tscheche wird in Sumpf und Wasser so gut wie gar nicht gebremst. Ihr kommt mit Vollspeed an und ihr kommt auch mit Vollspeed wieder raus. Ein großer, großer Vorteil, gerade auf matschigem, sumpfigem oder anderem schwierigen Gelände, da seid ihr den mittleren Panzern der Gegner ein ganzes Stückchen voraus. Alles in allem muss man jedoch sagen, ist die Beweglichkeit keine große Stärke des Konstrukta T34-100. Ja, er ist sehr schnell, wenn er denn mal auf Fullspeed kommt, aber durch die niedrigen Beschleunigungswerte seid ihr nicht mehr in der Lage, Schlüsselpositionen als erstes einzunehmen, sondern euch fällt so ein bisschen die Rolle des Unterstützers zu. Ihr fahrt zwar mit den eigenen mittleren Panzern mit, sorgt aber eher dafür, dass die ihr Zielort sicher erreichen können und haltet euch so ein bisschen im Hintergrund. Während des Gefechtes dann jedoch macht eure Höchstgeschwindigkeit euch zu einem echt starken Flankenwechsler und ihr könnt dann immer dort eingreifen, wo euer Team euch am nötigsten braucht. Und wenn es dann mal doch in den Angriff übergeht, dann heißt es mit dem Konstruktor ab nach vorne, denn mit 54 km/h seid ihr schnell da, wo eure anderen mittleren Panzer zuschlagen wollen. Das ist die Stärke, die hohe Höchstgeschwindigkeit. Alles andere, naja. Nach der Geschwindigkeit geht es direkt weiter mit der Überlebensfähigkeit des neuen Tschechen. Was hält das Ding aus? Ist das so eine Art Rocky Balboa oder eher einen Sandsack? Die Antwort auf diese Frage heißt weder noch, denn ein Sandsack hält was aus. Das kann der Konstruktor überhaupt nicht. Die Panzerung ist im Vergleich zum Skoda T25 sogar noch mal schlechter geworden, denn wer den russischen T34-85 schon mal gespielt hat, der wird sich hier beim Konstruktor direkt wiederfinden. Es sind genau die gleichen Werte. 45 mm an der Front, 45 mm an der Seite und 45 mm im Heck machen die Wanne nicht gerade zu einem echten Leckerbissen. Beziehungsweise nur für die gegnerischen Panzer, weil die Panzerung hält einfach gar nichts ab. Da geht alles durch und selbst die Neigungswinkel helfen nicht besonders weiter, denn 60 mm an der oberen Wanne, das ist immer noch der letzte Witz. Und auch der Turm bietet leider nicht viel besseren Schutz. Zwar sind die Werte hier mit 90 mm an der Front, 75 mm an der Seite und immerhin noch 50 mm hinten am Turm gar nicht so verkehrt. Aber das Ding besitzt keine Gunblende. Nee, ganz im Gegenteil. Alles, was rundherum um die Kanone liegt, ist sogar ein extra Schwachpunkt. Denn dort befinden sich lediglich 80 mm Panzerung. Und hier heißt es, Hulldown-Situationen helfen euch nicht besonders weiter. Weil jeder Gegner, der euch auf dem Schlachtfeld begegnet, egal ob Stufe 5 oder Stufe 9, der ballert euch einfach durch den Turm, wenn er will. Auch die Lebenspunkte sind mit 1100 nicht unbedingt dazu angeraten, sich feindlichem Beschuss auszusetzen. 3 Schuss vom IS und das war's. Ende Gelände. Kaum ein anderer mittlerer Panzer der Stufe 7 hat so wenig Lebenspunkte wie der Konstruktor. Also keine Panzerung,
keine Lebenspunkte. In 1 gegen 1 Situationen sieht es mit dem Konstruktor leider sehr, sehr schlecht aus. Kein anderer mittlerer Panzer ist so weich und geht so schnell drauf wie dieses Gerät. Deshalb müsst ihr dringend dafür sorgen, dass ihr gar nicht erst im Fokusfeuer des gegnerischen Teams liegt. Bleibt also hinter euren Heavy Tanks, hinter euren mittleren Panzerkameraden, weil ansonsten werdet ihr euch sehr, sehr schnell in der Garage wiederfinden und dann macht es auch einfach keinen Spaß. Okay, es ist kein Rocky Balboa, es ist nicht mal ein Sandsack, aber was kann die Bewaffnung vom Konstruktor? Ist es hier wenigstens irgendwie ausgeglichen? Ja, kann man so sagen. Denn der T-34-100 ist ausgestattet mit einer 100mm Kanone. Und dieses beeindruckende Kaliber bringt beeindruckende Werte mit sich. 175 Durchschlagskraft auf der AP-Munition sind für diese Klasse echt ein Spitzenwert. Und falls es dann mal doch nicht reichen sollte, um einen gegnerischen Panzer zu penetrieren, dann schaltet doch einfach mal auf die Heat-Munition um, weil die liegt mit 250 in Bereichen, die einfach nur abstrus sind. Es gibt so gut wie gar keinen Panzer bis Stufe 9, der eurer Heat-Munition frontal widerstehen kann. Und da muss man wirklich sagen, da ist irgendwas schief gegangen. 250 Pen auf einem Stufe 7 Medium, das ist total krank und ein echter Pluspunkt vom Konstruktor. 50mm Durchschlagskraft auf der HE-Munition sind auch gar nicht so verkehrt. Für Artillerie oder offene Jagdpanzer reicht das allemal. Und wenn man sich dann mal den Schaden gleich anguckt, dann sieht man, HE-Munition ist hier wieder Pflicht in diesem Panzer. 175 Durchschlagskraft, die haben wir uns schon angeguckt, aber auch der Alpha-Schaden. 250 auf AP und der Heat-Munition. Das ist absolute Spitze auf dieser Stufe für die mittleren Panzer und das macht wirklich ordentlich Aua, egal wen ihr treffen solltet. 330 Schaden auf der HE-Munition sind auch ein sehr guter Wert. Und unterschätzt das nicht, das sind zwar nur 80 Schaden mehr, das macht aber 30% Unterschied. Und wenn ihr ein Modul einbauen könntet, was euch 30% mehr Schaden bringen würde, dann würde man da auch zugreifen. Also unbedingt ein paar Mumpeln von der HE mitnehmen, weil man trifft immer auf irgendeinen Panzer, bei dem man sie dann anwenden kann. Die Schussfrequenz der Waffe liegt bei 6,5 Schuss die Minute, mit Top-Turm dann bei etwas über 7 Schuss die Minute. Und das ist verhältnismäßig langsam, das ist aber auch durchaus dem Alpha-Schaden geschuldet, weil schneller, dann wird es langsam wirklich brutal. Allerdings bleibt so am Ende ein relativ niedriger Schadenswert von etwas über 1800 Schaden pro Minute. Damit ist der Konstruktor relativ weit hinten angesiedelt, aber mit dem Alpha-Schaden macht man dieses kleine Manto mehr als wett. Die Genauigkeit der Waffe ist mit 0,4 angegeben auf 100 Meter. Die verbessert sich allerdings nochmal, wenn ihr den Top-Turm einbaut. Und dann beträgt sie 0,36. Das ist ein Wert, der für mittlere Panzer durchaus angemessen ist und er lässt euch in Sniper-Position zumindest bis 400 Meter sehr zuverlässig euer gegnerisches Ziel treffen. Die Einzielzeit jedoch liegt mit 2,6 bzw. 2,3 Sekunden im oberen Bereich der Liste. Da muss man wirklich sagen, das ist nicht die große Stärke und hier sollte man vielleicht zu einem verbesserten Waffenrichtantrieb greifen, um dieses kleine Manko ein bisschen wenigstens zu reduzieren, weil ansonsten dauert es hier und da einfach zu lange, um das Fadenkreuz wirklich klein werden zu lassen. Während der Fahrt und der Turmdrehung muss sich der Konstruktor überhaupt nicht verstecken, die Werte sind gut. Gut genug für den mittleren Panzer der Stufe 7 zumindest. Das echte Problem beginnt leider bei der Gun Depression. Die Elevation ist mit 20 Grad noch vollkommen ausreichend. Das heißt, alles, was sich da oben befindet, easy, überhaupt kein Problem. Aber sollte sich ein Gegner unterhalb von eurer Kanone befinden, zum Beispiel ein ELC AMX oder ein anderer kleiner Scout, da ist Sense, da geht überhaupt nichts. 5 Grad Gun Depression, es ist der letzte Albtraum. Wenn ihr euch im Nahkampf befindet und über die kleinste Bodenwelle fahrt, dann kommt eure Gun nicht mehr dahin, wo sie hin soll. Und das macht das ganze Gunhandling von diesem Panzer unheimlich schwer zu meistern und unheimlich unflexibel. Viele Positionen, die normalerweise von mittleren Panzern besetzt werden und ein echter Glücksgriff sind, sind im Konstruktor einfach nicht spielbar. Von Bergen runter snipen? Keine Chance. In Highdown-Situationen? Keine Chance. Ihr müsst wirklich eine ebenflächige Ebene für euch finden, ansonsten ist mit der Gun nichts zu holen. Als letzter Punkt auf der Liste steht mal wieder die Sichtweite und Co.
Was hat das Ding sonst so auf dem Kasten und wie kann man den Spielstil vom T34-100 am besten unterstützen? Wie schon beim Skoda T25 ist die Sichtweite ausreichend. 370 Meter lassen mich zwar nicht jubilieren, aber es ist angemessen genug. Aber jetzt kommt's. Die Funkreichweite wurde verbessert auf 886 Meter. Keine Ahnung, wer es braucht, aber immerhin. Ja, Daumen hoch. Mua. 15% Brandwahrscheinlichkeit sind 5% weniger, als das bisher üblich war. Aber ich kann trotzdem nur raten, behaltet ruhig den Feuerlöscher drin. Die Buchteln, die bringen zwar dem Panzer hier wirklich einiges an Leistungspotenzial, aber 20.000 Credits pro Gefecht halte ich zumindest auf Stufe 7 noch für ein bisschen übertrieben. Deshalb fahre ich das Ding mit Standard Repair Kit, Standard Med Kit und Standard Feuerlöscher. Bin damit super gut durchgekommen. Die Tarnwerte des Tschechen auf Stufe 7 sind nicht so verkehrt, liegen ungefähr bei 7%. Das ist für die mittleren Panzer der Stufe 7 kein Topwert, aber auch kein brutal schlechter Wert. Dennoch diesmal definitiv kein Tarnnetz und warum, das erkläre ich euch gleich noch. Die Besatzung. Leute, die Besatzung. Es sind 5 Mann. Warum? Warum auf einmal ein 5. Besatzungsmitglied? Das ist ein Albtraum. Denn dadurch müsst ihr ein 5. Besatzungsmitglied entweder mit Gold teuer nachzüchten oder ihr verzichtet einfach auf sämtliches Bonusmaterial, was der Mann euch bietet und farmt mit Silber los. Das ist wirklich übel, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass man das Ding nur auf Stufe 7 und auf Stufe 8 braucht und für Stufe 9 und 10 wieder wegschmeißen kann. Das ist wirklich dumm und irgendwie einfach nur lästig. Was die Module angeht, empfehle ich definitiv einen Ansetzer, um den Schaden zu verbessern, einen Waffenrichtantrieb, um die relativ lange Einzielzeit zu minimieren und die Lüftung, um alle Werte des Panzers nochmal so rundherum ein kleines bisschen zu steigern. Scherenfernrohr und Tarnnetz halte ich in diesem Panzer definitiv für verschwendet und der Waffenrichtantrieb, den braucht man einfach. Irgendwie ist die Einzielzeit sonst, eine Minimiste. Das ist dann doof. Deshalb diese drei Module für mich absolute Pflicht. Was bleibt zu guter Letzt vom Konstruktor T34-100 hängen? Was kann der Panzer? Er ist relativ beweglich, aber nicht schnell genug, um da wirklich zu den Top-Kandidaten zu gehören. Die Bewaffnung ist sehr stark, mit super Durchschlagswerten, einem super guten Alpha-Schaden und relativ genau ist sie auch noch. Aber das Gunhandling macht den Panzer einfach für viele Spieler zu einem Albtraum. Das ist wirklich das große, große Manko, was man erstmal meistern muss und was nicht viele Leute schaffen. Ansonsten hat der Panzer echt viel Potenzial. Die Panzerung und die Überlebensfähigkeit, die ist zwar Mist, aber das ist für einen mittleren Panzer eigentlich nicht so das Problem, wenn man den Spielstil der mittleren Panzer beherrscht. Ich selbst habe relativ gute Werte gefahren mit den drei besagten Modulen und fand ihn auch wirklich nicht so verkehrt. Aber wirklich, Leute, das Ding wird bei vielen für Frust, Ärger und Grummelei sorgen. Und ich kann es verstehen, weil ich nicht verstehen kann, was die Ingenieure sich dabei gedacht haben, dass man nicht mal seinen eigenen Schnürsenkel zumachen kann oder einen gegnerischen Scout abknallen kann, wenn er direkt vor einem steht. Alles in allem also ein okay Panzer, der ein bisschen aus der Reihe fällt und für viele deshalb direkt wieder zum Verkaufsobjekt gehört. Ich hoffe, ich habe euch dennoch zeigen können in diesem Guide, wie man das bisschen Potenzial, was der Panzer besitzt, ordentlich rauskitzeln kann, worauf es zu achten gilt und dass ihr dann mit diesem Gerät auch euren Spaß habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier wieder, wenn es weitergeht mit der Road to TVP und sage Tschüss, danke und bye bye.